Ja, herzlich willkommen zur Klausurvorbereitung Massivbau 1 im Sommersemester 2020. Die erste Aufgabe, die wir uns angucken wollen, ist die Aufgabe 10 vom Sommersemester 2013. Hier geht es darum, einen Stahlbetonunterzug zu messen. Das ist hier die Position 2. Also hier diesen Unterzug, den wollen wir bemessen. Steht hier neben, der hat eine Breite von 40 cm und eine Höhe von 55 cm. Die Spannweite ist 12 Meter, das sehen wir auch nochmal hier. Hier ist das statische System, ist nämlich ein Einfeldträger dargestellt. Und links und rechts die Auflager sind hier 40 cm breit. Ja, und dann haben wir hier den Querschnitt noch dargestellt, hier links. Wir sehen hier einmal die 1,50 Meter, die auf der rechten Seite vorhanden sind. Und auf der linken Seite sehen wir schon mal die 7,60 Meter, die verteilen sich ja zur Hälfte nach links und rechts. Deswegen haben wir hier eingetragen, dass wir noch 3,80 Meter zur Verfügung haben. Ja, der Unterzug an sich hat eine Höhe von 39 und die Deckenplatte darüber von 16, also insgesamt 55 cm. Okay, ja, das war erstmal der Plattenbalken, den wir bemessen sollen hier in dem Beispiel. Dazu sollen wir jetzt im Folgenden die folgende Fragestellung bearbeiten. Und zwar fangen wir an, die erforderliche Längsbewehrung zu bestimmen unter Beachtung der Mindestlängsbewehrung für Position 2 und Wahl der Bewehrung. Wir sollen hier Durchmesser 20 mm wählen. Okay, die anderen Punkte gucken wir uns dann später an. Also erstmal Ermittlung der Längsbewehrung. Hier sind nochmal alle Einwirkungen und so weiter und Abmessungen gegeben. Wir sehen hier die charakteristischen Werte der Einwirkung gegeben. Wir sehen hier oben nochmal, wie gesagt, alle Abmessungen, auch das Flächenträgerzement, was wir später noch benötigen, ist hier gegeben. Und die Schnittgrößen sind hier schon dargestellt. Gut, fangen wir jetzt erstmal mit der Aufgabe 1 an, also die erforderliche Längsbewehrung zu ermitteln. Und da starten wir mit der Biegebemessung. Ja, zur Längsbewehrung gehört die Biegebemessung und die Mindestlängsbewehrung. Also Biegebemessung. Ich werde alle Formeln nochmal mit aufschreiben. In der Klausur brauchen Sie die Formeln nicht aufzuschreiben. Also μEDS ist gleich MEDS durch B-Effektiv mal D² mal FCD. Ja? Also ich rahme das mal im Rot ein. Das sind die Formeln, die ich jetzt immer in Rot einrahme. Wie gesagt, die brauchen Sie in der Klausur nicht mitzuschreiben. Aber jetzt für die Übersichtlichkeit schreibe ich die natürlich einmal hier auf. So, das MEDS, das bekommen wir aus der Anlage hier in dem Fall. Gucken wir nach. Wir haben hier 521,37 Kilonewton und hier oben steht auch schon MED, das heißt, es ist kein charakteristischer Wert, sondern tatsächlich für die Bemessung. Das heißt, unser MEDS ist gleich 521,37 Kilonewton. Vielleicht hier nochmal an der Stelle, was der Unterschied zwischen MED und MEDS, weil hier oben steht der MED. Ich habe jetzt hier MEDS aufgeschrieben. Solange keine Normalkraft wirkt, ist MEDS gleich MED. Ja? Okay, also das ist unser einwirkendes Moment. Falls wir das nicht gegeben haben, das könnte ja auch sein, dass in der Klausur das Moment nicht vorgegeben ist, dann müssten wir es berechnen. Wir schauen nochmal, wir haben ja hier als statisches System einen Einfeldträger mit den Belastungen aus ständiger und veränderlicher Last. Das ist, wie macht man beim Einfeldträger das Moment? Ja, wissen wir alle, Q mal L² Achtel. Also wir könnten es auch berechnen, schreiben wir es hin, oder berechnen MEDS, wo wir sagen Q mal L² Achtel. Hier haben wir veränderliche Lasten und ständige Lasten, deswegen schreiben wir PD mal L² Achtel auf. Ja, woher bekommen wir jetzt die Einwirkung, die wir brauchen? PD auch aus der Anlage. Wir haben hier, wie ich gerade schon gesagt habe, charakteristische Werte. Wir haben einmal eine ständige Last von 12 kN pro Meter. Und dann noch das Eigengewicht des Unterzuges hier von 3,9 kN. Das heißt, die beiden zusammen multiplizieren mit dem Teilsicherheitsbeiwert für ständige Lasten, das 1,35. Also
1,35 mal 12 plus 3,9. Teilsicherheitswert für veränderlich lassen ist 1,5 und die veränderliche Last hier, die ist hier mit Q bezeichnet, 5 kN. Also haben wir noch das mal 5,0. Kommt raus, 28,965 kN pro Meter. Und damit können wir dann das MEDS mit der Formel, die ich da oben gegeben habe, berechnen. Also PD, also 28,965 mal die Länge zum Quadrat. Die Länge sehen wir hier. Das sind 12 Meter, haben wir hier gegeben. Also mal 12 Quadrat durch 8. Kommt raus, 521,37 Kilonewtonmeter. Also genau das gleiche, was wir auch hier oben abgelesen haben. Okay, damit haben wir gezeigt, dass wir auch ohne diese Anlage problemlos das Moment ermitteln können. Okay, gehen wir jetzt mal die Formel μds weiter durch. Also wir brauchen MEDS, ne, entweder Anlage oder berechnen. Dann brauchen wir B-Effektiv. Ja, das ist das nächste. B-Effektiv, also unsere mitwirkende Breite. Wir setzen ja jetzt nicht einfach links und rechts die 1,50 m und die 3,80 m hier an. Ne, das machen wir nicht. Sondern wir sagen, es trägt nur einen Teil dieses Plattenbalkens mit, den wir irgendwie aktivieren müssen. Gut, wie rechnet man B-Effektiv? B-Effektiv ist die Summe aus den einzelnen B-Effektiv links und rechts plus der Breite des Steges, natürlich kleiner als das vorhandene B, was überhaupt da ist. Dann die einzelnen B-Effektiv-Is, wie rechne ich die? Immer 0,2 mal BI plus 0,1 mal L0. Wobei noch zwei Grenzen zu berücksichtigen sind, 0,2 L0 und das BI. Gut, wie gesagt, Formel brauchen wir also in der Klausur nicht schreiben. Aber bitte in der Klausur immer die Formeln mit eingesetzten Zahlen. Also das, was hier nicht rot markiert ist, also die Texte auch nicht, aber das, was nicht rot markiert ist, das sollten Sie bitte aufschreiben. Also B-Effektiv 1 ist dann 0,2 mal BI. Das BI nochmal, das ist jetzt das hier, ne, die 3,8. Und gleich haben wir das BI auf der anderen Seite von 1,5. Also haben wir hier mal 3,8 plus 0,1 mal L0. Das war die Schützweite. Kommen wir auch nochmal kurz. Das sind hier die 12 Meter. Okay, also mal 12 kommt raus 1,96 Meter und das muss kleiner sein als 0,2 mal L0. L0 ist 12, das sind also 2,4 Meter und das muss kleiner sein als das vorhandene BI, also hier 3,80 Meter. Das heißt, die 1,96 Meter sind hier maßgebend für B-Effektiv 1. B-Effektiv 2. Genauso 0,2, nur diesmal haben wir halt auf der rechten Seite, was ich gerade gesagt habe, nur 1,50 Meter. Und dann kommt plus 0,1 mal 12, das ändert sich ja nicht. Haben wir also 1,50 Meter. Muss kleiner sein als 0,2 mal L0, das haben wir schon gerechnet, das sind 2,4 Meter. Und kleiner sein als das BI, was überhaupt vorhanden ist, das sind 1,50 Meter. Das heißt auch hier die 1,50 Meter maßgebend. Ansonsten wäre halt die 1,50 Meter oder die 2,40 Meter, je nachdem, wenn das größer wäre, maßgebend. Okay, also damit kriegen wir dann B-Effektiv, Summe dieser beiden B-Effektivs, also 1,96 und 1,50 Meter. Und das BW, schauen wir nochmal nach, die Stegbreite ist hier 40 cm, also plus 0,4. Damit bekommen wir dann ein B-Effektiv von 3,86 Meter. Okay, dann gehen wir nochmal in die Formel für μds rein. Also wir haben MEDS, B-Effektiv haben wir. Dann brauchen wir noch D, also unsere statische Höhe. Statische Höhe ist kein Problem. Wir haben die Gesamthöhe gegeben und das D1 ist vorgegeben. Ja. Die Gesamthöhe ist 55 cm und das D1 haben wir hier mit 4 cm vorgegeben. Ja. Das heißt,
Wir haben, ich schreibe es nochmal auf, h minus die 1, also 55 minus 4 gleich 51 Zentimeter. Gut, dann brauchen wir noch für die Formel ÖDS das FCD. Schauen wir mal einmal, ich habe hier einmal aus dem Skript die Tafel oder die Tabelle für die Ermittlung von FCD rauskopiert. Wir haben laut Aufgabenstellung, schauen wir nochmal nach, gegeben ein FCD von ein C3545 haben wir vorgegeben. Und damit bekommen wir ein FCD, also für ein C3545 bekommen wir ein FCD von 19,8 Newton pro Quadratmillimeter. Okay, bevor wir das jetzt berechnen, noch kurz eine Erläuterung. Und zwar, wir setzen ja jetzt hier in der Formel B-Effektiv an. Ja, wir rechnen mit B-Effektiv. Das geht nur, wenn ich eine Annahme treffe. Und zwar treffe ich für diese Biegemessung die Annahme, dass die Nulllinie in der Platte liegt. Ja, Null. Linie liegt in der Platte. Was bedeutet das? Also wenn ich mir den Querschnitt jetzt nochmal hier rauszeichne. Dann liegt die Druckzone in diesem Bereich hier oben. Ja, also der Bereich hier. Der ist unter Druck. Und der Bereich ist unter Druck. Das ist die Druckzone. Ja. Bezeichnen wir mit X. Ne? Das ist die Druckzonenhöhe. Die statische Höhe, das ist ja, tragen wir auch noch mal eben an, das ist ja immer der Bereich von hier bis zur Bewehrung, bis zur Mitte der Bewehrung. Das ist das D, das ist die statische Höhe. Und hier, das soll jetzt mal das B-Effektiv sein, von da bis da. Gut, und der Bereich hier drunter, der hier, der steht unter Zug. Und die Nulllinie ist genau da, wo halt weder Zugdehnung noch Druckdehnung vorhanden sind. Also hier, das ist die Nulllinie. Hier sind keine Druckdehnung und damit auch keine Zugspannung oder Druckspannung vorhanden. Okay, die Annahme treffen wir also, dass die Nulllinie im Steg liegt. Ja. Okay, dann können wir μ ds so berechnen, wie wir es oben aufgeschrieben haben. Also μ ds ist gleich m ds. Das Moment haben wir in Kilonewton gegeben. Wir setzen es hier immer in Meganewton ein. Also 0,52137 durch B effektiv. Das haben wir mit 3,86 Meter bestimmt. Die statische Höhe sind 51 cm, im Meter 0,51 zum Quadrat. Mal FCD, das haben wir hier rot markiert, 19,8 Meganewton pro Quadratmeter oder Newton pro Quadratmillimeter und da kommt raus 0,0262. Okay, mit diesem μ ds gehen wir jetzt in die Omega-Tafeln, die habe ich auch mal aus dem Skript hier einkopiert. Und zwar interpolieren wir jetzt. Zwischen 0,02 und 0,03. Ja, also wir gehen hier zwischen 0,02 und 0,03. Und dazwischen wollen wir zum einen das Omega haben, aber auch das x zu d. Fangen wir mal mit an. Also das x zu d liegt hier zwischen 0,04 und 0,055. Ja. Schreiben wir auf. Also das Xi x zu d ist gleich 0,044 plus 0,055 minus 0,044. Also wir nehmen immer als erstes den Wert von dem kleineren, also die 0,044, plus den Wert von dem größeren, diesen 0,055, minus den Wert von dem kleineren. Und dann
multiplizieren wir mit 0,62 hier. Wie machen wir das? Habe ich in den Übungsaufgaben auch schon erklärt. Wir haben hier eine Schrittweite von 0,01. Ja? Deshalb können wir hier ganz einfach interpolieren, indem wir hier abschneiden, ja? Und nur diese 0,62 dann nehmen. Also wir streichen quasi die 0,2 davon weg und damit können wir interpolieren. Ja? Wenn Sie dann nochmal was Genaues wissen wollen, können Sie nochmal in den Übungsbeispiel reinschauen, was ich reingestellt habe. Da habe ich das nochmal genauer erklärt. Kommt auf jeden Fall raus 0,0508. Ja? Und damit habe ich ein x, ich muss ja noch mal d rechnen, von 0,0508 mal die statische Höhe von 51 cm, also 0,51 Meter. Und ich bekomme aus 0,026 Meter. Und das ist deutlich kleiner als das HF von 0,16 Meter. Und damit liegt die Nulllinie in der Platte. Ja, also wir haben tatsächlich hier oben diese Druckzone. Ist hier im Grenzstand der Tragfähigkeit nur noch 2,6 cm. Der Rest hier drunter, dieser Bereich, ne? Also dieser ganze Querschnittsbereich hier, ist im Grenzstand der Tragfähigkeit hier als gerissen anzusehen. Okay, also wir haben jetzt nachgewiesen, nulllineare Platte, das heißt, die Annahme, die wir oben getroffen haben, war korrekt. Wir können mit B effektiv das Omega jetzt ermitteln. Also gehen wir jetzt hier rein und lesen diesmal aber nicht das x und d, sondern das Omega ab. Also wir interpolieren zwischen 0,0203 und 0,0306. Dann haben wir Omega gleich 0,0203 plus 0,0306 minus 0,0203 mal wieder 0,62. Und wir bekommen 0,0267. Okay, damit können wir dann die Biegebewährung ermitteln. Das ist AS1 gleich 1 durch Sigma SD, wobei wir für Sigma SD eigentlich immer FYD einsetzen, mal Omega, mal B effektiv, mal D, mal FCD. Ja, also anstatt Sigma SD könnten Sie hier auch FYD schreiben. Okay, vielleicht auch hier nochmal eine kurze Anmerkung. Sie sehen ja, das Sigma SD, das können Sie ja hier ablesen. Wir könnten entweder die 435 nehmen oder die 457. Was war da nochmal der Hintergrund? Wir haben für die Bemessung zwei Annahmen, die wir treffen dürfen für den Stahl. Zum einen die, die wir eigentlich immer verwenden werden. Wir gehen hier bei FYD gleich 435 Newton pro Quadratmillimeter oder Meganewton pro Quadratmeter. Gehen wir rein, es läuft linear an, ne, hier bis zu einer Dehnung von 2,175 und danach läuft es konstant. Oder was ich auch machen darf, ich darf diesen ansteigenden Ast danach noch mit ansetzen. Und dann gibt es auch Werte, die größer als 435 sind, das sehen wir hier in dieser Spalte. Ja, wobei da kann man nicht immer 457 annehmen, da muss man auch aufpassen, am Wert wird er auch wieder kleiner. So, wir werden aber in der Regel die 435 ansetzen. Gut, das heißt, wir haben AS1 gleich 1 durch 435 mal Omega. Omega ist 0,0267. B effektiv hatten wir am Anfang ermittelt mit 3,86 Meter. Unsere Starthöhe ist 0,51 Meter und das FCD ist 19,8 und dann das Ganze mal 10 hoch 4. Zum Umrechnen der Einheiten kommen wir auf 23,96 Quadratzentimeter. Gut, wir könnten an dieser Stelle jetzt die Bewährung wählen, aber es könnte ja durchaus sein, dass die Mindestlängsbewährung maßgebend wird und dann müssten wir hinterher noch eine neue Bewährung wählen. Deswegen rechnen wir jetzt erstmal die Mindestlängsbewährung aus.
Mindestlängsbewegung. Auch hier erstmal die Formel. A ist Min, ist gleich FCTM mal der Widerstandsmoment vom Beton, deswegen WC, durch FYK mal Z. Hier vielleicht einmal eine kurze Erläuterung zu der Formel. Also wir haben hier einen Querschnitt mit Bewegung drin. Und wir wissen, ein einwirkendes Moment, hier das Rissmoment, MCR, Rissmoment, das wird aufgenommen durch ein Kräftepaar aus einer Betondruckkraft, FCD, und einer Stahlzugkraft, FSD. Und der Abstand zwischen diesen beiden Kräften, der wird als Hebelarm der inneren Kräfte als Z bezeichnet. Ja? Schreiben wir es mal auf, Z, Hebelarm der inneren Kräfte. So, und diese Kraft FSD, die kann ich berechnen, indem ich das Moment durch Z teile, also MCR durch Z. Das kriege ich, wenn ich um diesen Punkt hier drehe, ne, MCR und FSD mal den Hebelarm von Z, dann bekomme ich hier diese Kraft im Stahl durch, indem ich das Rissmoment, MCR, Rissmoment, schreiben wir das auch noch hin, das ist das Rissmoment, indem ich das Rissmoment durch den Hebelarm der inneren Kräfte teile, bekomme ich meine Kraft FSD. Und was wir auch wissen, wenn wir nur eine reine Zugkraft haben, nein, in der Bewegung ist ja jetzt nur die Zugkraft, dann können wir die Spannung berechnen, indem ich die Kraft durch die Fläche teile, also Sigma gleich F durch A. Und damit kann ich auch die Fläche bestimmen zu einer gegebenen Spannung und einer gegebenen Kraft. Und das ist einfach F durch Sigma. So, jetzt gucken wir uns das, die Formel nochmal eben hier an. Dann sehen wir, das FCTM mal WC erstmal, das ist unser Rissmoment MCR. Wenn ich jetzt FCTM mal WC, MCR, durch Z teile, dann haben wir hier rechts aufgeschrieben, bekommen wir unsere Zugkraft, FSD. Und dann haben wir noch da stehen, wenn wir unsere Zugkraft durch die Spannung teilen, also FSD durch FYK, dann kommt unsere erforderliche Fläche raus. Und genau das machen wir hier. Ja? Wir teilen ja FSD dann noch durch FYK. So, dann vielleicht noch kurz FYK. Wir dürfen den charakteristischen Wert hier ausnutzen. Das heißt, wir können bis 500 Newton pro Quadratmillimeter die Stahlzugkraft ausnutzen. Gut, um das zu bestimmen, müssen wir ja das Widerstandsmoment des Betons bestimmen. Wenn wir, oder des Querschnitts, wenn wir einen Rechteckquerschnitt hätten, wäre das kein Problem. Das wäre B mal H Quadrat Sechstel. Haben wir aber hier nicht. Wir haben einen Plattenbalkenquerschnitt. Ja? Also fangen wir damit an, den Schwerpunkt zu bestimmen. Schwerpunkt des Plattenbalkenquerschnitts. Und wir bestimmen den Schwerpunkt von unten, ja, vom unteren Querschnittsrand. Ich skizziere den Plattenbalken nochmal einmal hier auf. So, und zwar teilen wir das Ganze in zwei Bereiche auf. Einmal hier in den unteren Bereich, in den kleinen Unterzug. Da liegt der Schwerpunkt des Unterzugs hier. Und der Schwerpunkt der Platte oben, der liegt hier, also beides mal in der Mitte. Die Abmessung schreibe ich nochmal daneben. Also wir haben hier 39 und hier 16. Und wir kennen die Höhe dieses Schwerpunkts, das ist einfach 39 halbe, also 19,5. Und wir kennen die Höhe hiervon. Hier haben wir 39 plus 16 halbe, also 47. Gut, die Teilschwerpunkte wissen wir. Jetzt setzen wir das Koordinatensystem an ab hier. Das heißt, Z-Achse geht ab hier los. Vielleicht noch kurz die Stegbreite, 40 cm. Und das B-Effektiv, das sind 3,86 m. So, jetzt haben wir alle wichtigen
Werte. Wie rechnen wir jetzt den Schwerpunkt aus? ZSU, das ist immer die Fläche mal den Abstand vom Teilschwerpunkt zum Bezugssystem, also hier zu unserem Z, ne? Hier immer zu dem Punkt. So, das heißt, wir haben erstmal die Fläche von der Platte, ist 3,86 Meter mal 0,16 Meter mal diesen Abstand vom Teilschwerpunkt, also von hier bis hier, das sind die 47 cm, die haben schon ausgeschrieben, also 0,47 Meter. Im Nenner steht einfach nur die Fläche, also 3,86 mal 0,16. Dann kommt noch der zweite Teilbereich dazu. Das sind 39 cm mal 40 cm, also plus 0,39 mal 0,40, auch hier wieder im Nenner auch. Und jetzt kommt im Zähler noch der Abstand vom Teilschwerpunkt, also von hier bis zum Bezugssystem. Das sind hier dann 0,195 und wir bekommen einen Schwerpunkt von 0,4145 Meter. Ja? Also der Schwerpunkt des Gesamtsystems liegt, noch Farbe, liegt hier ungefähr, also hier von der Unterkante 41,45 cm in etwa entfernt. Okay, dann können wir damit das Widerstandsmoment berechnen zum unteren Querschnittsrand. Ne, ist klar, warum rechnen wir das zum unteren Querschnittsrand, nicht zum oberen Querschnittsrand? Ja, wo reißt es, wo ist die Zugkraft? Die Zugkraft ist unten. Ne, das ist beim Einfeldträger. In Feldmitte ist es natürlich so, dass die Zugkraft unten ist. Wenn wir ein Durchlaufsystem hätten, was wir massiv bei 1 angucken, dann könnte es natürlich auch sein, dass der Querschnitt mal oben reißt. Aber hier, wie gesagt, haben wir nur den Fall, dass der Querschnitt unten reißt. Deswegen brauchen wir immer den Widerstandswert zum unteren Querschnittsrand. Und den rechnen wir mit Iy durch den Schwerpunkt zum unteren Querschnittsrand halt. Und das Iy, das bekommen wir aus der Anlage. Da schauen wir nochmal nach. Da hatte ich ganz am Anfang hatte ich das schon unterstrichen. Ne? Wir sehen hier, wir haben hier die 1.271.333, das sind Zentimeter hoch 4. Also 1.271.333. Und jetzt wollen wir das in Meter hoch 4 umrechnen. Meter in Zentimeter ist 10 hoch minus 2. Und hoch 4 sind dann 10 hoch minus 8. Dann können wir das in Meter einsetzen, auch das Z, das sind 0,4145. Und da kommt raus 0,03067 Meter hoch 3. Das ist also unser Widerstandsmoment. Okay, das ZSU ist der Schwerpunkt. Ne? Nicht verwechseln, nicht, dass Sie hinterher sagen, ja, jetzt müssen wir hier für Z den Schwerpunkt hier in der Formel einsetzen. Nein, das machen wir nicht, sondern da setzen wir den Hebel an die inneren Kräfte ein. Wie bekommen wir den? Den bekommen wir auch aus den Omega-Tafeln. Ne? Wir sehen hier das Z zu D. Interpolieren müssen wir hier in diesem Fall zwischen 0,985 und 0,980. Und wir haben genauso wie gerade hier die 0,62, die wir da ansetzen. Ja? Okay, schreiben wir das einmal auf. Also das Z zu D ist 0,985. Plus 0,980 minus 0,985 mal die 0,62 kommen wir auf 0,9819. Und damit bekommen wir einen Hebel an den inneren Kräfte von 0,9819 mal die 0,51. Das heißt 0,501 Meter. Ja, damit können wir AS-Min berechnen. Wir haben jetzt alle Eingangswerte. Wir brauchen noch das FCTM. Das FCTM finden wir auch in der im Skript. Kopiere ich eben mit rein. Also hier FCTM für den gegebenen Beton. Von C3545 sehen wir, der ist 3,2 der Wert, das ist die mittlere Betonzugfestigkeit. Also hier 3,2 mal
dem Widerstandsmoment, das ist 0,03067, dividiert durch FYK, das sind 500, und den Hebel anwendenden Kräfte, also 0,501. Und dann zum Umrechnen von Meter in Zentimeter mal 10 hoch 4 haben wir eine erforderliche Bewegung von 3,92 Quadratzentimeter. Und das ist weniger als das AS1, was wir hier oben berechnet haben. Das waren 23,96 Quadratzentimeter. Ja, also kleiner AS1 gleich 23,96 Quadratzentimeter. Für diese Bewährung, diesen Wert, müssen wir jetzt die Bewährung wählen. Ja, das habe ich auch schon mal hier reinkopiert. Und zwar suchen wir eine Bewährung von Durchmesser 20, das ist in der Aufgabenstellung vorgegeben. Und wir gucken, wann kommen wir über die 23,96. Das sind hier 8 Durchmesser 20. Dann kriegen wir einen Wert, der größer ist. Wenn die Vorgaben nicht so wären, dass man Durchmesser 20 wählen soll, dann könnte man natürlich hier auch einen Durchmesser 25 wählen. Dann hätten wir den Wert von 40,54 zum Beispiel nehmen können. Ja. Oder man könnte auch überlegen, wie viel Durchmesser 16 müsste man dann reinlegen. 10 wären 20, dann wären es 12 Durchmesser 16, könnte man reinlegen, dann wären wir auch über die 23. Ja? Aber wie gesagt, eine Aufgabenstellung steht Durchmesser 20, deswegen nehmen wir das. Schreiben wir noch kurz drüber, Wahl der Bewährung. Und ich schreibe vielleicht hier auch noch hin, dass die Mindestbewährung nicht maßgebend ist. Gut, also Wahl der Bewährung. Wir haben uns entschieden, 8 Durchmesser 20 zu wählen und sehen, dass wir ein AS haben von 25,13 Quadratzentimeter. Jetzt ist noch die Frage, können auf der Balkenbreite von 40 cm auch 8 Durchmesser 20 reingelegt werden. Auch da haben wir im Skript eine Tabelle. Schiebe ich mal eben nach oben. Und da sehen wir Balkenbreite 40 cm, Durchmesser 20 sind genau 8 zulässig. Damit können wir schreiben, ich schreibe es mal hier auf, Balkenbreite 40 cm, 8 Durchmesser 20 zulässig und damit ist das Ganze einlagig möglich.